Das war aber schon in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Also gehörst du auch mit zu den Pionieren sozusagen. Ja, und du hast dir jetzt eine Drehleihe dann noch einmal gebaut, nachgebaut nach dem Museum von Mittenwald ja. Museum. Und interessierst dich vor allem für Drehleihen aus der Zeit um 1830. Und das ist natürlich ein unheimlich interessantes Gebiet. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf deinen Vortrag. Durch die heutige Welt, ich bin vom Füßen.
bis zum Sitz der Biegeleisenheit. Jetzt komm ich grad von Stuckerau, war auf der Maut und auf der Pschau. Da hat man mich gleich visitiert, als hätt die Pest mich infiziert. Da hat man mich gleich visitiert, als hätt die Pest mich infiziert. Da sprach ich gleich mein Rosemie und wies die Kundschaft vor und sagte, der und der bin ich, ein Gesell vom Schneiderchor. Da waren sie gleich voll Respekt und haben die Kipp zusammengesteckt, weil wenn ihr es vielleicht nicht wisst, ein Schneider gar nix lautbars ist. Weil wenn ihr es vielleicht nicht wisst, ein Schneider gar nix lautbars ist. Ich führ ja kein Verbot mehr wahr, Spiegeleisen, Zwirn und Schier. Denn sonst verführt der Wind mich gar, ein Schneider ist nicht schwer. Genau ist mein Mund auf, und habe ich immer fleißig drauf. Jetzt geht mir nur das Patent noch ab, dass ich die Meisterwerkstatt trag. Jetzt geht mir nur das Patent noch ab, dass ich die Meisterwerkstatt trag. Das nächste Lied ist aus dem Egerländer Liederbuch. Thank you.
egal ihr, wo's Liebe kommt, wie's wie mag's werden, wie's wie mag's werden. Lustig meine Lebtag lang, lustig in die Stern, so ruhig ist warm, so ruhig ist warm. Trotz mir sachte bei der Schenk vorbei, über Tor kam trotz mir geschwind, Juchai, Musikanten, die jetzt fein springen. Und Klarinett, trotz mir sachte bei der Schenk vorbei, über Tolpern trotz mir geschwind, Juchai, Musikanten, die jetzt fein streuen, kein Kursorg und Klarinett. Habe ich zufällig im Radio aufgenommen, habe einen Anfang nicht erwischen, die erste Strophe habe ich dann ergänzt und das ist ein Reierkastenlied aus Berlin. Im Sommer ist es lieblich und mild, im Winter dreht sich schnarrend das Rad. Mein Herz ist außen kalt und innen wohnt, ach Jüngling, du allein trägst die Schuld. Ach Jüngling, ich liebe dich nicht, das sag ich dir ins Gesicht. Für mich ist ein anderer geboren, den hab ich viel lieber als dich. Das Maß unserer Liebe ist voll, jetzt kauf ich mir eine Pistole, die lad ich mit Pulver und Blei und schieß unsere Liebe entzwei. Der erste Schuss, der ist für mich, der zweite, mein Liebchen, für dich. Der dritte geht hoch in die Luft, ein Zeichen, dass ich bald sterben muss. Ach, Jüngling, das Schießen lass sein, ich hab es so bös nicht gemeint. Ich wollte nur einmal probieren, ob du mich auch liebtest allein. Denn Liebe macht glücklich, macht frei, sie macht auf der Erd alles gleich. Sie macht den Bettler zum König und raubet dem Fürsten sein Reich. Das nächste Lied, gebe ein paar Quellenangaben jetzt dazu. Das ist das Riesenspielzeug. Der Text ist von Adalbert von Chamisso aus dem deutschen Balladenschatz. Die Melodie habe ich ein bisschen dazu nachempfunden von einem Rupertelied aus Hauchschlag im Waldviertel. Thank you.
die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor. Er ging sich sonder Wartung und spielend vor dem Tor und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, neugierig zu erkunden, wie's unten mochte sein. Mit Winden raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald. Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt. Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut. Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar. Eiartig Spielding ruft sie, das nehm ich mit nach Haus. Sie kniet nieder und spreitet behend ihr Tüchlein aus und feget mit den Händen, was da sich alles regt, zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt. Und eilt mit freudgen Sprüngen, man weiß, wie Kinder sind, zur Burg hinan und suchet den Vater aufgeschwind. Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön, so allerliebstes sah ich noch nie auf unseren Höhen. Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein. Er schaut sie an behaglich und fragt das Töchterlein, was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden, lass sehen, was es sei. Sie spreitet aus das Tüchlein und fangt behutsam an, den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann. Wie alles auf dem Tische so zierlich aufgebaut, so klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. Der Alte wird ganz ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht: Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht. Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin. Der Bauer ist kein Spielzeug, was kommt dir in den Sinn? Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot. Denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. Ich sprieß der Stamm der Riesen aus Bauernmarkt hervor. Der Bauer ist kein Spielzeug, da sei uns Gott davor. Burgniede ist im Elsass der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten die Burg
sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragest nach den Riesen, du findest sie nie mehr. Sima, das habe ich im Instrumentenbaukurs in Bleistein 1981 aus dem Liederheft rausgenommen. Das stammt aus der Lobser Liederhandschrift von 1816.
Tag. Da bin ich geworden, ein Mann im Stand. Ich möchte ja mit keinem Bauern tauschen, wenn er mir dort sein Hof vertauschen. Mein Kram ist mir ja lieber. Hier ist was von die Katzstaller, vom Katzstaller Quartett. Vielleicht habe ich noch genauere Quellenangaben. Moment. Ja, nein, weiß ich nicht mehr. Auf der Höhe, da stand nach blutiger Schlacht beim stillen Abendwehen ein Kärntner auf der Wacht. Die Wolken ziehen nach Osten, die Dörfer stehen im Brand, sie leuchten in die Ferne. Weit hin im fremdes Land. Er ging wohl auf und nieder, schaut an die Totenschar, die gestern in der Stunde noch froh und rüstig war. Und draußen am Schlachtfeld liegt sterben ein Soldat, an seiner Seite kniet sein treuer Kamerad. Gib Wasser, lieber Bruder, die Kugel, die traf gut, hier am des Waldes Rande fließt heute all mein Blut. Grüß mir Weib und Kinder daheim am stillen Herd. Sie bangen ihres Vaters, der nimmer wiederkehrt. Ich aber drück die Augen dem tapferen Jäger zu. Schlaf wohl, du Treuer. Am nächsten frühen Morgen grub ihn der Schütz sein Grab und gab ihm viele Blumen und Zweige mit hinab. Er machte noch ein Kreuz dort und schrieb die Worte drauf. Hier ruht ein tapferer Jäger, bis ihn der Herr weckt auf. Hier ruht ein tapferer Jäger, bis ihn der Herr weckt auf. Lied.
den Text aus der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Johann Kummer singt das, schon lang vor mir. Und von dem habe ich auch die Melodie übernommen. Das ist Münchner Pulvermagazin. Seht, liebe Leute, seht hin, das Münchner Pulvermagazin. Es hat gepufft, es hat geknallt, das ist bis Regensburg erschallt. Oh, seht her, oh, blicket hin, zum Münchner Pulvermagazin. Dies Unglück tat ein böser Buch, er hatte längst schon keine Ruhe. Die Bosheit war bei ihm so groß, dass er schon längst die Tat beschloss. Oh, seht ihn, der böse Wurm, er sprengte gar den Pulverturm. Sechs Schuh, zwei Zoll und 30 Jahr hat er gemessen auf ein Haar. Im ganzen Land war er bekannt, Stanislaus Schmid war er genannt. Oh, seht ihn, oh, höret ihr, das war ein böser Kanonier. Es war am Samstagnachmittag, da tat es einen großen Schlag. Man glaubt, der Blitz hat es getan, doch seht nur den Jammer an. 4000 Fenster sind entzwei und 13 Menschen auch dabei. Sie flogen alle in die Luft und fanden all da ihre Gruft. Bei Staun der Glag ein toter Fuß und eine Hand am Isarfluss. Und große Stücke eingeweiht, die lagen hin und her zerstreut. Mit einem chemischen Feuerzeug entzündete er das Pulverreich. Es war ein einziger Augenblick, so war der ganze Turm im Stück. Den Posten riss es auch mit fort, er stand an einem anderen Ort. In seinem Bette, da er schlief, da fand man einen langen Brief, worin er seine Tat gestand, dass er das Pulver angebrannt. Oh, seht hin, die böse Tat, die noch nicht ihresgleichen hat. 3 Tage drauf, als dies geschehen, sah man den Zug zum Kirchhof gehen. Das ganze Münchner Militär ging neben seinem Sarge her. Oh, seht ihn und höret an und nehmt euch ein Exempel dran. Das nächste Lied ist vom Habernsagen von der Mui. Und das habe ich auch aus dem Radio gehört. Weil das weiß ich jetzt gar nicht.
Installiert von der Befreiung Wiens 1683 aus dem deutschen Balladenschatz. Melodie habe ich übernommen von der, aus der Sammlung Liebleitner. Von einem anderen Lied ist aber so irgendwie. Vielleicht passt. Ein Volke späht vom Felsennest, so weit ins Land, der späht nach Ost und späht nach West. Hinab, hinauf den Strand. Der Volke ist Graf Starhemberg, hoch auf dem Stephansturm. Doch Türken nur und Türken nur
Signale der zum Sturm. Da rief er Zorn und Kummer voll, die Not, die klag ich Gott, dass man mich so verlassen hat, die Morgentürk zum Spott. Nun pflanzt sich auf dem Stephansturm die heilige Kreuzesfahn. Wir sinken, klagt den Christen all, dass wir dem Falle nahen. Und sinkt die Fahn vom Stephansturm, dann stehe Gott uns bei, dann decke sie als Leichentuch den Starenberger frei. Der Sultan rief dem Starenberg, bei Allah hör mein Wort, ich werf die Fahn vom Stephansturm und pflanz den Halbmond dort. Ich mache Wien zur Türkenstadt, St. Stephan zur Moschee. Ich reiß die Neid aus Mutterarm und bring den Bruder weh. Der Sultan und der Starhemberg, die sprachen für da nicht, denn mit dem ihren Feuermund das Feldgeschütz nun spricht. Ach Stephan, heilger Gottesmann, sie warfen dich einst tot, wie bringen sie nun auch dein Haus und durch manchen Wurf in Not? Jetzt ist, o Wien, dein bester Schild des Starenberger Brust, wie trifft so gut sein scharfes Schwert, wie schwingt er es mit Lust. Und neben ihm steht Kolonitz, ein Bischof Gott erfüllt, des milde Hand die Schmerzen all der wunden Helden stillt. Die Fahne auf dem Stephansturm wohl 60 Tage stand, es hielt sie fest der Starenberg mit seiner treuen Hand. Die Fahne auf dem Stephansturm, sie fängt zu wanken an. Was hilft, ach Gott, ein Wundermann, wenn 100 Feinde nahm? Die Fahne auf dem Stephansturm, sie winkt, sie sinkt, sie bricht. Nun helf uns Gott, ruft Starenberg, denn länger halt ich's nicht. Der Türke ruft in stolzer Lust, Allah, der Sieg ist dein. Gefallen ist die Kaiserstadt, der Kaiserthron ist mein. Von Hörnern und Trompetenschall tönt plötzlich da ein Klang. Hoch Kolonitz, hoch Starenberg, so ruft ein Schlachtgesang. Es tönt so froh, es tönt so hell, als ging's zu Tanz und Wein. Das ist die deutsche Ritterschaft von Elbe, Main und Rhein. Es tönt so stark, es tönt so tief, als zieht ein Sturm herbei. Von Österreich ist's die Heldenkraft, von Bayern ist's der Roy. Es tönt die wilde Meeresflut, die hoch sich hebt am Strand. Sobieski ist der Polenfürst, ein Held gar wohl bekannt. Der Türke rauft im Grimm sein Haar, von Rache Lust entbrannt, und mordet die Gefangenen all mit kalter Mörderhand. Nun eilt ihr Helden, eilt herbei, zum Kampf so hart und heiß, zu retten heut die Christenheit, das ist des Kampfes Preis. Ein Feuer war das Christenheer, von heilgem Mut entbrannt, so brach es auf die Türken ein Blitz von Gott gesandt. Der Lotharinger schritt voran, die Polen folgten nach,
doch keiner zählt die Helden all von jenem Ehrentag. Die Türken standen mutig erst, dann wichen sie zurück, dann brach das Feuer durch sie durch, zu Rauch war da ihr Glück. Ein weites, weites Leichenfeld war rings das Donautal, dort sank der Staub der Türken stolz, dort steht ihr Totenmal. Mit Pauken und Trompetenschall und Freudenfeuerschein, so ziert geschmückt das Christenheer ins freie Wien nun ein. Und noch steht auf dem Stephansturm das Kreuz der Christenheit, zum Zeichen wie vereinte Kraft die Kaiserstadt befreit. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr schauen. Oh, 5:10. Aber ich glaube, eins schaffe ich noch. Eins geht noch. Das ist das Lied von der Maus, das habe ich von Tibor Ehlers, unserem, für viele, glaube ich, unser musikalischer Vater, kann man fast sagen, der den Dudelsackbaukurs geleitet hat, aber auch mit der Drehleier schon sehr viel, ja, seit die frühen 60er Jahre gemacht hat, der Tibor. Im Himmel, da fange ich mir eine Maus, im Himmel, da fange ich mir eine Maus, im Himmel, da fange ich mir das Schiff. Im Himmel, da fange ich mir eine Maus. Ja, was magst denn du mit der Maus? Ja, was magst denn du mit der Maus? Ja, was magst denn du mit der schönen Maus? Ja, was magst denn du mit der Maus? Die Maus, die du riechst, Kalbchen. Die Maus, die du riechst, Kalbchen. Die Maus, die du riechst, Kalbchen, ins Kalbchen, die Maus, die du riechst, Kalbchen. Ja, was magst denn du mit dem Fei? Ja, was magst denn du mit dem Fei? Ja, was magst denn du mit dem schönen Fei? Ja, was magst denn du mit dem Fei? Fürs Fei, da krieg ich ein Geld. Fürs Fei, da krieg ich ein Geld. Fürs Fei, da krieg ich ein schönes Geld. Fürs Fei, da krieg ich ein Geld. Ja, was magst denn du mit dem Geld? Ja, was magst denn du mit dem Geld? Ja, was magst denn du mit dem schönen Geld? Ja, was magst denn du mit dem Geld? Fürs Geld, da bau ich mir ein Haus. Fürs Geld, da bau ich mir ein Haus. Fürs Geld, da bau ich mir ein schönes Haus. Fürs Geld, da bau ich mir ein Haus. Ja, was magst denn du mit dem Haus? Ja, was magst denn du mit dem Haus? Ja, was magst denn du mit dem schönen Haus? Ja, was magst denn du mit dem Haus? Ins Haus, da nimm ich mir eine Frau. Ins Haus, da nimm ich mir eine Frau. Ins Haus, da nimm ich mir eine schöne Frau. Ins Haus, da nimm ich mir eine Frau. Ja, was magst denn du mit der Frau? Ja, was magst denn du mit der Frau? Ja, was magst denn du mit der schönen Frau? Ja, was magst denn du mit der Frau? Die Frau, die schenkt mir einen Born,
Die Frau, die schenkt mir einen Buben. Die Frau, die schenkt mir einen schönen Buben. Die Frau, die schenkt mir einen Buben. Ja, was machst denn du mit dem Buben? Ja, was machst denn du mit dem Buben? Ja, was machst denn du mit dem schönen Buben? Ja, was machst denn du mit dem Buben? Der Bub, der wird mir ein Pfarrer. Der Bub, der wird mir ein Pfarrer. Der Bub, der wird mir ein schöner Pfarrer. Der Bub, der wird mir ein Pfarrer. Ja, was machst denn du mit dem Pfarrer? Ja, was machst denn du mit dem Pfarrer? Ja, was machst denn du mit dem schönen Pfarrer? Ja, was machst denn du mit dem Pfarrer? Der Pfarrer, der liest mir a Mess. Der Pfarrer, der liest mir a Mess. Der Pfarrer, der liest mir a schöne Mess. Der Pfarrer, der liest mir a Mess. Ja, was machst denn du mit der Mess? Ja, was machst denn du mit der Mess? Ja, was machst denn du mit der schöne Mess? Ja, was machst denn du mit der Mess? Mit der Mist, oh, kim in Himmel. Mit der Mist, oh, kim in Himmel. Mit der Mist, oh, kim in schöner Himmel. Mit der Mist, oh, kim in Himmel. Ja, was machst denn du in dem Himmel? Ja, was machst denn du in dem Himmel? Ja, was machst denn du in dem schönen Himmel? Ja, was machst denn du in dem Himmel? Im Himmel, da fang ich mir eine Maus. Im Himmel, da fang ich mir eine Maus. Im Himmel, da fang ich mir eine schöne Maus. Im Himmel, da fang ich mir eine Maus. Ja, vielen Dank Ihnen, euch allen, fürs Kommen, fürs Dasein, fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben heute einen großen Bogen von Möglichkeiten des alten Musizierens kennengelernt und morgen geht es mit noch einmal anderen Facetten und anderen Farbtupfern weiter. Und ja, ich glaube, es war ein ganz gelungener und schöner und runder Abend heute. Und es sind wirklich ganz viele Farben angeklungen. Und ich glaube, so muss man sehen, alte Musik war sehr viel, viel schichtiger, als wir das uns heute so, wenn man so vor sich hin übt und probt und forscht, für sich allein vorstellen kann. Und wenn man dann so ein Kaleidoskop an interessanten und schönen Darbietungen und Stilen kriegt, dann ist das, finde ich, eine ganz, ganz wunderschöne Sache. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden. Herzlichen Dank allen Zuhörenden. Also der offizielle Teil ist jetzt abgeschlossen. Ich würde sagen, jetzt überlegen wir mal, wie wir inoffiziell noch ein bisschen weitermachen, wer noch Zeit und Lust hat. Wir haben einen Heizpilz, den kann man hier innen anmachen. Man kann aber schauen, ob wir uns noch raussetzen. Wir können uns auch in die Stube setzen. Also das, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal und dann treffen wir eine Mehrheitsentscheidung. Morgen um 11 geht es weiter. Morgen um 11 werde ich noch einen Ausschnitt aus dem Parzival von Wolfram von Eschenbach vorstellen. Danach haben wir vor, dass wir vom Eberhard einen DVD-Film zeigen. Er hat einen wunderschönen Film mit dem ORF gemacht vor einigen Jahren, wo er also spielt und erzählt, wie er an die Sachen rangeht, wie er die Arbeit der Minnesänger auch einschätzt. Das wird ungefähr eine Stunde dauern, dann gibt es Mittagessen, dann geht es eine Zeit lang nach Programm weiter und um 18 Uhr, würde ich sagen, wenn es dir recht ist, hören wir noch einmal den Karl und dann geht es wieder nach Programm weiter. Und wir machen dann wieder einen Aushang, damit ihr wisst, sie wissen, wie es weitergeht.
vielen herzlichen Dank. Allen, die gehen wollen müssen, einen guten Nachhauseweg und allen, die noch bleiben wollen, ein herzliches Willkommen.